Katharina Nokun war bis letztes Jahr im Herbst die politische Geschäftsführerin der Piratenpartei Deutschland. Also auf Bundesebene. Applaus bitte. Katharina ist jetzt, arbeitet jetzt für Compact und leitet die Kampagne Asyl für Snowden, die bereits 200.000 Unterschriften sammeln konnte. Katharina. Ja, vielen Dank und nochmal einen fetten Applaus für dich, dass du das alles hier auf die Beine gestellt hast und möglich gemacht hast. Ich finde das total klasse. Ja, also wir sind hier ja an einem historischen Ort und wir wissen nicht erst seit gestern, dass hier in Bad Aibling, aber auch in ganz Deutschland NSA und BND sich die Klinke in die Hand geben, wenn es darum geht, uns auszuspähen und abzuhören. Und das ist eine Schande. Unter dem Motto legal, illegal, scheißegal wird kopiert, was das Zeug hält, ja? Urheberrechte, Bürgerrechte, Wirtschaftsspionage, ach, das interessiert da gar keinen. Aus dem Innenministerium heißt es nicht etwa, das könnt ihr nicht machen, sondern Bürgerdaten müssen fließen, es muss noch mehr kommen, weil man muss ja international konkurrenzfähig sein, man möchte ja Weltmeister werden, wie bei vielen anderen Dingen. Und das nächste Paranoia-Package, das ist schon geschnürt, das liegt schon auf dem Tisch. Es geht um die Überwachung von sozialen Netzwerken und das wird nach der Sommerpause im Parlament nochmal heiß diskutiert werden. Ganze 300 Millionen Euro sollen dafür ausgegeben werden, uns auf Facebook und Twitter und Co. auszuspionieren. Und das heißt ganz lapidar aus den Geheimdiensten, nein, nein, wir wollen ja nicht irgendwelche Geheimdaten ausspionieren. Nein, das sind ja alles öffentliche Daten. Wir wollen ja nur so gucken, wie die Leute politisch ticken. Und da denke ich mir, das hatten wir schon mal in Deutschland und das möchte ich nicht nochmal. Ja, und es ist nicht abseits davon überhaupt eine bodenlose Frechheit, dass wir mit unseren eigenen Steuergeldern dafür bezahlen sollen, dass wir ausspioniert werden. Ich frage mich, wann kommt da die Überwachungssteuer, bei der wir noch abdrücken müssen dafür, dass wir uns langziehen müssen vor dem Staat und ja, Bürgerrechte quasi dann hintenrum ausverkauft werden. Das ist nicht nur dreist, das ist obszön. Und ich denke, wer so eine Regierung hat, der braucht wirklich keine Feinde mehr. Keine inneren und keine äußeren. Denn so eine Regierung, die paranoid genug ist, 80 Millionen Bundesbürger als potenzielle Gefährder einzustufen und Gesinnungsdatenbanken zu fördern, ja? So eine Regierung möchte ich persönlich nicht haben und so eine Regierung wünsche ich mir abgewählt. Das ist für mich. Ein Geheimdienst, der so etwas betreibt, ist für mich kein Geheimdienst. Das ist institutionalisierte Paranoia. Ja, es gibt keine wissenschaftlichen Belege, dass dieser ganze Scheiß irgendetwas bringt, außer Menschen systematisch einzuschüchtern, außer politische Aktivisten einzuschüchtern und außer zu beweisen, dass die Grundrechte, unser Grundgesetz, das Papier nicht mehr wert sind, auf dem sie geschrieben sind. Einmal anzuschauen, wie viele Leute eigentlich Konsequenzen gezogen haben. Ja, ich meine wirkliche Konsequenzen aus diesem ganzen Überwachungsskandal. Wie viele Leute wurden verhaftet? Wie viele Leute sind zurückgetreten? Wie viele Leute mussten rechtliche Konsequenzen ziehen in diesem Rechtsstaat, in dem wir leben? Ich sage euch ganz genau, wie viele es waren. Es war ein einziger, dem Gefängnis droht, nach wie vor. Und dieser jemand ist Edward Snowden. Und ich sage euch, lieber Herr Obama, liebe Frau Merkel, ihr habt den falschen Mann im Visier. Es lohnt sich viel mehr, mal die eigenen Dienste ins Visier zu nehmen, mal die eigenen Regierungen der letzten 10, 15 Jahre sich genau anzuschauen, wer da eigentlich welche Verträge unterschrieben hat. Ja, das Ganze ist ja nicht aus dem Nichts entstanden. Das Ganze ist ja auch nicht nur die NSA. Das Ganze ist viel mehr. Und da müssen wir uns gegenstellen. Wir müssen aufarbeiten und wir müssen auch dafür sorgen, dass die Leute endlich mal in den Knast kommen, die das verbrochen haben. Und es lohnt sich zu fragen, was würden wir eigentlich in der Situation tun, wenn wir an der Stelle von Edward Snowden wären? Ich meine, wir wissen doch mittlerweile, dass Tausende Bescheid gewusst haben, all die Jahre.
in Regierungen, in Unternehmen, in Geheimdiensten. Ja, diese ganzen Kooperationen sind ja nicht aus nichts entstanden und die sind ja auch jahrelang gelaufen. Und ist es nicht eine Schande, dass nur ein einziger Mann die Eier hatte, aufzustehen und zu sagen, nein, ich möchte das nicht, nein, ich bin da nicht stolz drauf, nein, das ist nicht das, wofür ich arbeiten möchte und ich würde mich dafür schämen, ich möchte das nicht länger mittragen. Er hat eine Entscheidung getroffen und das ist aus meiner Sicht die einzig richtige Entscheidung, die man als Geheimdienstmitarbeiter in so einer Situation treffen kann. Er hat sich gegen blinden Gehorsam gestellt, gegen Teil von organisierter Kriminalität zu sein. Wir müssen das Kind auch mal beim Namen nennen. Und er hat seinen gesunden Menschenverstand benutzt. Und das würde ich mir von viel mehr Regierungen wünschen in Zukunft. Und um nochmal auf meinen Vorredner einzugehen, solange die SPD weiter Steigbügelhalter für die Überwachungsunion spielt und nicht dafür sorgt, dass die Gesetze, die seit 2001 in Deutschland unter dem ganzen Terrorwahn, unter dem Terrorverdacht eingeführt worden, restlos wieder abgeschafft werden. Ja, was haben wir denn da? Wir hatten die Vorratsdatenspeicherung, die noch nicht vom Tisch ist. Wir haben Antiterrordatenbanken. Wir haben mehr Zusammenarbeit in Anführungsstrichen, zwischen Geheimdiensten und Polizei. Es gab mal so etwas wie das Trennungsgebot. Und das war aus gutem Grund damals, als die Bundesrepublik Deutschland sich gegründet hat, ein wichtiger Punkt. Denn wir als Deutsche haben doch gelernt, wozu es führt, wenn man diese Trennung nicht hat. Ich möchte keine neue Gesinnungspolizei in diesem Land haben. Und es ist sehr, sehr leicht, sich in Sonntagsreden hinzustellen und in hohen Worten Demokratie, Freiheit, Menschenrechte zu beschwören. Ja, unsere Bundespräsidenten können das immer sehr gut. Aber ich sage euch, der Charakter zeigt sich beim Handeln. Und genau das sollte die Messlatte sein, die wir anlegen, wenn wir darauf schauen, was der NSA-Untersuchungsausschuss bis jetzt bewirkt hat. Wenn wir als Gesellschaft Werte wie Demokratie, Freiheit, Menschenrechte hochhalten, dann machen wir uns vollkommen lächerlich, wenn wir Leuten wie Edward Snowden die Tür vor der Nase zuschlagen und sie in Russland vergammeln lassen. Ja, in Russland. Ich bitte euch. Denn wie wir mit Snowden umgehen, das sagt gar nicht so viel über Russland aus oder über Edward Snowden, sondern das sagt ganz, ganz viel über uns aus, über unsere Demokratie, darüber, wie glaubwürdig wir eigentlich unsere Rechte vertreten. Und da müssen wir uns stärker einsetzen und dafür sorgen, dass die Bundesregierung endlich ihren Job macht. Über 210.000 Unterschriften gesammelt, Asyl und Schutz für Edward Snowden in Deutschland. Und zu meinem Job gehört es regelmäßig, vor dem NSA-Untersuchungsausschuss zu stehen und zu demonstrieren. Ja? Und da war letztens so eine Oma, die hatte ein Schild in der Hand und die hat gesagt, ich schäme mich für diese Bundesregierung. Ich schäme mich für eine Europäische Union, deren Parlamentarier nicht in der Lage sind zu erwirken, dass Edward Snowden in Europa in irgendeinem Land Asyl bekommt, dass er Schutz bekommt. Sie schämt sich für die EU-Kommission, weil sie nicht die Eier in der Hose hat, den Regierungen mal zu sagen, was die EU-Grundrechtecharta eigentlich bedeutet. Ja? Rechte, die nicht gelebt werden, sind das Papier nicht wert, auf dem sie stehen. Und das müssen wir ändern. Denn ich persönlich, mir bedeuten die europäischen Grundrechte sehr viel. Mir bedeutet auch das Grundgesetz sehr viel. Aber ich möchte eben, dass es eben auch gelebt wird und nicht nur in Sonntagsreden gerne so herausgespeit wird und eigentlich ist nichts dahinter. Wir müssen uns ja auch mal anschauen, in was wir für einer Zeit wir eigentlich leben. In der letzten Woche war es noch groß durch die Presse gegangen. Edward Snowden hat so lapidar in einem Interview mal wieder so eine Monstrosität fallen lassen aus seinem Berufsalltag. Kollegen von der NSA tauschen mal gerne Nacktbilder von Leuten aus, die sie mal in sozialen Netzwerken austauschen, einfach mal zu ihrer Belustigung, ja? Vielleicht gibt es irgendwelche NSA-Mitarbeiter, die mal vergleichen, ob ich während meiner politischen Karriere 10 Kilo zugenommen habe. Es gibt einen britischen Geheimdienst, der Zugang auf Yahoo-Mail-Konten hat und Yahoo-Konten im Allgemeinen und darüber über Hintertüren auch Webcams
Zugang hat. Das heißt, wir leben in einer Welt, in der wir nicht ausschließen können, dass irgendwelche Geheimdienste unserer 14-jährigen Tochter zuschauen, wie sie sich irgendwie gerade umzieht, weil sie nicht darauf achtet, ihren Laptop zuzuklappen. Das ist doch ehrlich gesagt obszön. Und Geheimdienste, die unsere Anbieter dazu zwingen, Hintertüren einzubauen, ja, die scheren sich einen Scheißdreck um Cybercrime, Cybersicherheit. Die sind Cybercrime. Sie betreiben organisierte Kriminalität. Sie machen unsere Infrastruktur unsicher. Wir können die digitale Revolution nicht zurückdrehen. Wir leben in einer vernetzten Demokratie. Das heißt, das ist die kritische Infrastruktur, die wir unseren Kindern überlassen. Das ist die kritische Infrastruktur, auf der die Demokratien der Zukunft aufgebaut werden. Und wir lassen es zu, dass Geheimdienste sich mal einfach über geltendes Recht stellen. Und das müssen wir dringend ändern. Ich glaube, es ist endlich an der Zeit, sich zurückzuholen, was eigentlich längst uns gehört. Das ist Menschenwürde, das ist Freiheit und das ist Demokratie. Und das ist unser aller Aufgabe. Das ist Aufgabe aller Parteivertreter, die hier anwesend sind, sich innerhalb ihrer Parteien dafür einzusetzen, dass es auch gelebt wird, ja? Tretet eure Parteikollegen in den Arsch, sagt ihnen, sie sollen etwas tun und nicht nur darüber reden. Und heute, vor einer Woche, hat Edward Snowden bei einem Vortrag in den USA einen Appell an seine Kollegen gerichtet. Den möchte ich auch hier gerne mal in dieser schönen Kulisse an die BND-Kollegen weitergeben. Überlegt mal genau, was ihr da eigentlich tut. Seid ihr stolz darauf, was ihr tut? Ist es das Richtige, was ihr da tut? Überlegt es ganz genau. Und dann trefft eine Entscheidung, die für euch richtig ist. Und wenn ihr seht, dass eure Kollegen eine Entscheidung treffen, dann applaudiert dafür und buht sie nicht aus und sorgt dafür, dass sie Schutz bekommen. Denn das sind die Leute, die für die Rechte unserer Kinder eintreten, für die Demokratie der Zukunft und dafür sorgen, dass wir nicht in einem Überwachungsstaat eines Tages aufwachen. Vielen Dank. Liebe Katharina, vielen Dank für diese tolle Rede. Vielen Dank. Wunderbar. Liebe BND-Mitarbeiter, überlegt euch, ob ihr das Richtige tut. Liebe Parteivertreter, die hier anwesend sind, nehmt diese Energie von heute mit und sprecht in euren Parteien drüber. Insbesondere auch die SPD, kritische Bemerkung, möchte ich gerne unterstützen. Ich denke, die SPD hat noch eine Chance, sich in diesem Bereich auf die gute Seite zu schlagen. Und alle, die jetzt hierher gekommen sind, nehmt bitte diese Energie von heute mit. Jetzt, ich bin kein Esoteriker, aber nehmt diese Energie von heute mit und verbreitet sie auch bei weiteren Leuten im Bekanntenkreis etc., im Kindergarten, in der Schule. Ich danke euch. Zum Thema Gleichgültigkeit und Zivilcourage. Unsere letzte Rednerin, die aktuelle Bayern-Vorsitzende der Piratenpartei, Nicole Britz. Warum Gleichgültigkeit falsch ist. Und das ist ein Thema, das zum Beispiel auch bei der Vorbereitung zu dieser Demonstration mir ganz klar wurde. Hallo. So ein geiles Wetter und so ein beschissenes Thema. Leute, ich bin sauer, ich bin richtig sauer, ich bin stinksauer. Wir werden hier alle ausspioniert und was tut die Regierung? Nichts. Und was tun unsere Mitbürger? Denen ist es egal, denen ist es scheißegal. Wir sind eben mit dem Demozug da langgelaufen. Was macht eine ältere Dame im Auto, die gesehen hat, um was es bei dieser Demonstration geht? Sie zeigt uns den Stinkefinger. Und ich glaube, das ist ein ziemlich deutliches Zeichen, wie es um die Awareness, wie es auf Neudeutsch heißt, zu diesem Thema bestellt ist. Es ist ihnen egal. Ja. Dabei legitimiert Gleichgültigkeit Überwachung. Wenn sich keiner dran stört, kann man ja einfach weitermachen. Fühlt man sich wirklich wohl bei der ganzen Überwachung? Ich meine, euch muss ich nicht fragen, ihr wärt nicht hier, wenn es euch nicht stören würde. Ja, früher hieß es, das geht euch nichts an und heute heißt es, ich habe nichts zu verbergen. Und diese ganzen Leute, die nichts zu verbergen haben, heilige Scheiße, haben die kein eigenes Leben?
Haben die keine Gardinen am Fenster, kein Schloss an der Wohnungstür? Wen zum Teufel gehen ihre sexuellen Vorlieben was an? Oder möchten Sie, wie eben schon gesagt, dass irgendwelche dahergelaufenen Agenten dann über die Nacktbilder, die Sie zu Hause bei sich auf dem Computer gespeichert haben, sich kaputtlachen? Wie viele Leute schalten inzwischen auf Demonstrationen ihre Mobiltelefone aus, weil sie nicht bei der Wahrnehmung eines Grundrechts von der Polizei erfasst werden möchten? Und wie viele Leute gehen schon gar nicht mehr auf Demonstrationen aus Angst vor Wasserwerfern und Tränengas? Aber das ist ja alles halb so wild. Schließlich arbeiten ja nicht die Nachbarn bei Geheimdienst. Oder doch? Man weiß es nicht so genau. Aber es ist mal wurscht. Wir haben eigentlich gestern die Bayern gespielt. Ja. Überwachung löst nicht die Probleme, die hinter Terrorismus und Kriminalität stehen. Sicherheit ist kein Selbstzweck. Und es ist ein Totschlagargument, dass man all diese Überwachung dringend brauche. Die ganzen Videokameras und das Abschnorcheln aller Kommunikation wegen der Terroristen. Ich weiß nicht, ob Opfer eines Terroranschlags zu werden zum allgemeinen Lebensrisiko gehört, aber es gibt einfach keine hundertprozentige Sicherheit. Und mal ein anderes Beispiel, der Anschlag auf den Boston-Marathon, der wurde trotz der ganzen Überwachung nicht verhindert. Man kann jetzt glauben, es sei nur unglaubliches Glück gewesen, dass wir in den 80er Jahren, als es das Internet in der Form noch nicht gab, nicht mindestens dreimal täglich Opfer irgendeines Terroranschlags geworden sind. Und was machen wir jetzt? Schnüren wir das Korsett noch enger? Geben wir unsere Freiheit preis für eine Illusion von Sicherheit? Es gibt viele anständige Menschen, die nicht wollen, dass irgendjemand ihre E-Mails liest. Aus Prinzip. Und das mit dem Enthüllungsjournalismus können wir dann auch vergessen. Ab sofort gibt es nur noch PR. Überwachung wird in dem Moment unerträglich, da sie den Menschen bewusst wird. Die Geheimdienste sagen ja von sich, dass sie nur für die Guten spionieren. Es geht um Terrorabwehr, sagen sie. Wer soll den Mist noch glauben, wo doch zufällig pünktlich immer irgendein Terroranschlag verhindert werden konnte, sobald es den Diensten an den Kragen gehen soll? Nach mir hört man hinterher nichts mehr davon. Und welche terroristische Bedrohung mag wohl von einem Betrugsdelikt bei eBay ausgehen? Mit den Folgen von Überwachung haben wir dann alle zu kämpfen. Verkneifen Sie sich inzwischen das Wort Kalorienbombe, wenn Sie einem Freund ein Tortenrezept per Mail schicken? Weil Sie sich sorgen, dass irgendein lauschender Dritter das in den falschen Hals bekommen könnte? Dann wirkt Überwachung. Nicht gegen Terroristen, sondern gegen Sie. Und was habe ich kürzlich gehört? Das FBI hat Terroristen ausbilden lassen, damit sie dann später irgendjemand zum Verhaften haben und verurteilen. Merkt hier eigentlich noch irgendjemand was? Wer garantiert, dass nicht irgendwann eine Diktatur über uns kommt? Schauen Sie in die Türkei, wo ein übrigens demokratisch gewählter Präsident langsam aber sicher eine Diktatur installiert. Denken wir für einen Moment an die Diktaturen, die in diesem Land schon mal aktiv waren. Glaubt irgendeiner von den Naivlingen, dass es bei den heutigen technischen Möglichkeiten irgendein Verfolgter auch nur den Hauch einer Chance hätte? Die Geheimdienste haben übrigens damals auch behauptet, zu den Guten zu gehören. Merkt ihr, wie die Überwachung uns die Luft zum Atmen abdrückt? Sind wir die Kriminellen oder die freidrehenden Geheimdienste? Genau diese Geheimdienste, die sich jeder parlamentarischen Kontrolle hinterziehen, wie Steuerhinterzieher dem Finanzamt. Parlamentarische Kontrolle wird gezielt und systematisch umgangen. Von Geheimdienstchefs, die zu diesen Kontrollausschüssen gehen und dieses dann Märchenstunde nennen. Ausgehebelt, unwirksam. Und die sind nicht mal und blöden, die Abgeordneten in den Kontrollausschüssen abzuhören. Geht's eigentlich noch? Was für Arschlöcher! Ich möchte mich für meine Wortwahl entschuldigen. Die braven Bürger, ja, die legen dann die Hände in den Schoß und sagen, ja, da kann man ja nichts machen. Klar, wenn man nichts macht, kommt auch nichts bei raus. Das sieht man auch an unserer Regierung. Wir
Wir sind alle verdächtig, weil wir verschlüsseln, weil wir auf unserer Privatsphäre beharren, weil wir unsere Geheimnisse behalten wollen in einer Welt ohne Geheimnisse, abgesehen von den Geheimnissen der Regierung, von Geheimverträgen und Geheimdiensten. Schneiden Sie sich eigentlich auch freiwillig so ein Fitnessarmband ums Handgelenk und sammeln Ihre Fitnessdaten im Internet? Coole Sache, ja? Raten Sie mal, wer diese Daten noch sammelt. Und warum gehen die Leute nicht auf die Barrikaden? Sind die zu bequem, trotz der blöden Fitnessarmbänder? Vor einem Jahr galt man übrigens noch als bekloppt, wenn man sagte, man wird von international tätigen Geheimdiensten verfolgt. Heute wissen wir, dass die Bekloppten recht hatten. Unsere Regierung, die bemüht sich halt vor allem, das Thema von der Tagesordnung zu halten. Überwachung, die schleicht sich lautlos in unser Leben, bis wir uns dran gewöhnt haben und bis wir anfangen, unser Verhalten zu ändern. Die Nachteile für den arglosen Bürger ergeben sich dann morgens vielleicht an irgendeinem Flughafen, wenn das Gepäck an der Sicherheitskontrolle sehr gründlich kontrolliert wird und wenn sie ihnen mitteilen, dass sie den lange zuvor gebuchten und bezahlten Flug nun leider nicht antreten dürfen, weil sie mal irgendwann irgendwas Dummes in einer E-Mail geschrieben haben. Freiheit stirbt leise. Und wenn wir nicht morgen in einer, Sie werden nicht morgen in einer Diktatur aufwachen, vielleicht auch nicht übermorgen und vielleicht auch nie. Aber vielleicht werden Sie eines Morgens aufwachen und feststellen, dass es zu spät ist. Freiheit stirbt in kleinen Stücken. Die Geheimdienste bilden inzwischen einen Staat im Staat. Und sie versuchen beständig, sich unserer Kontrolle zu entziehen. Sie nehmen uns unsere Freiheit, indem sie sich alle Freiheiten nehmen. Unsere Gleichgültigkeit legitimiert das Handeln dieser Feinde von Freiheit und Demokratie. Es gibt übrigens keine Garantie für Frieden, Freiheit und Demokratie. Sie müssen immer wieder aufs Neue erkämpft werden. Kämpfen wir dafür. Jetzt, heute, morgen und immer. Danke. Danke, Nicole Britz. Einen weiteren Applaus für Sie. Warum Gleichgültigkeit falsch ist? Also, bitte geht raus und zwar auf dem Weg, den ich euch gleich empfehle und plant die nächste Demonstration. Hiermit ist unsere Demonstration für heute zu Ende. Wir sind ungefähr 2 Minuten zu früh dran, aber insofern ganz gut im Zeitplan. Es gibt eine wichtige Bitte noch von mir. Wenn ihr zum Bahnhof geht, geht zu den Polizisten da vorne und lasst euch die Straße sperren. Das ist vereinbart, die werden die Straße sperren und ihr geht direkt rüber über die Straße und dann gibt es einen schönen Wanderweg zum Bahnhof ohne Straßenkontakt. Hier bei den Grünen gibt es noch was zu trinken, das habt ihr alle schon gemerkt. Genau, wer noch was braucht.